Großvenediger, eine Grenze aus Fels und Eis. Der Großvenediger ist mit 3662 Metern der höchste Berg des Bundeslandes Salzburg und liegt an der Grenze zu Osttirol. Die gewaltigen Dimensionen der Gebirge wirkten lange Zeit angsteinflößend auf die Menschen. Über Jahrhunderte hinweg herrschte die Meinung vor, Berge und Gipfel seien Wohnorte von Göttern und Bergdämonen. Erst mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert wich der Aberglaube dem naturwissenschaftlichen Interesse. So waren es zunächst vor allem die Naturforscher, die die Hochgebirgsregionen aufsuchten, um etwas über die Gesteine und Pflanzen zu erfahren oder die Regionen zu vermessen. Der Großvenediger galt lange als unbezwingbar und wurde 1841 erstmals bestiegen, rund 13 Jahre nach einem ersten Aufstiegsversuch, der aufgrund eines Lawinenabgangs abgebrochen werden musste. Die erste Besteigung des Großvenedigers war ein schwieriges Unterfangen. Es gab keine erprobten Wege, geschweige denn Versorgungsstationen. Von rund 40 Personen haben lediglich 26 das Ziel erreicht. Oben angekommen wurde unter patriotischen Rufen eine Fahne gehisst und anschließend dem Städtischen Museum Salzburg übergeben, um es als Erinnerungsstück für die Nachwelt zu bewahren.